Ich darf mich gar nicht aufregen jetzt in der Früh. Yes! Die Straße von Messina, die Scheiße ist schon voll in die Hose. Jetzt ist gerade ein mega Wellen da eingestiegen in mein Schiff. Mir ist gestern da mein Dirk abgerissen, ja. Vielleicht kann man das erkennen da. Ich habe das jetzt notfalls um einen Baum gebunden, ja. Mir ist da leider was passiert. Während der Überfahrt, Gott sei Dank war ich schon fast da, das ist ausgerissen, da ist eigentlich mein Dirk befestigt, ja. Und Gott sei Dank war das noch am Lassieback befestigt, weil sonst war sie abgeflogen und mein Baum war nach unten gerutscht. Ja, jetzt kann ich da ein neues Loch bohren und das außer neinierten und da mein Dirk wieder einhängen. Allerdings, folgendes Problem, ich muss das komplette Lassieback beziehungsweise das komplette Segel runternehmen, weil ihr seht es da ist es mit eingehängt, ja, und das ist ausgerissen, das gehört eigentlich da vorne, ja, auf den Schlitten da drauf, ja, Katastrophe, ja, aber jetzt dann aber ich muss mal ein Bier aufmachen, mir ist nicht eh klar. Meinen Schaden habe ich schon repariert. Jetzt sitze ich da in einem Kaffeehaus in Santa Maria de Leuca und werde mein nächstes Video anfangen zu schneiden, dass ich euch was bieten kann. Ah, da seht ihr es. Und es wird gearbeitet. Es ist sehr heiß. Santa Maria de Leuca ist bombenvoll. Aber keine Touristen, fast nur Einheimische unterwegs. Ja, auch nicht schlecht. Die meisten sprechen ein bisschen Englisch in der Gastronomie. Ich natürlich nur ein paar Wörter Italienisch, ist klar. Und ja, da lasse ich es mir jetzt ein, zwei Tage gut gehen. Vielleicht fahre ich morgen schon weiter Richtung Sizilien. Jetzt haben wir wieder so eine kleine Calzone rein. Keine Ahnung, da ist irgendwas gestanden. Calzone mit Nudeln und so Zeugwerk drin. Da bin ich echt gespannt, was ich kriege. Preislich ist gar nicht so schlecht, also in Italien, also ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Wahrscheinlich wird es dann auf die Inseln oder was ein bisschen teurer werden, also Sardinien, Korsika, aber da herunten kann ich mal gar nichts sagen. Also ich habe gestern für 17,50 Euro eine riesengroße Pizza gegessen, eine Cola und ein Liter Mineralwasser, kannst du nichts sagen. Also ich hab, preislich ist ungefähr gleich wie Griechenland. Es wird sicher noch günstigere Ecken geben. Aber und teurere sowieso, ist überall gleich, also schreckt mich nicht, weil viele haben gesagt, ey Alter, Italien wird sicher extrem teuer werden, aber momentan muss ich sagen, die Dieselpreise sind gleich, es ist eigentlich alles fast gleich da. Soll ich einmal was sagen, hört ihr das bei den anderen Atlantiküberquerungen und bei den Überfahrten so, wenn ich so Videos anschaue, höre ich immer so Knarzen im Schiff. Ja? Schau, ich hol dir mal ein Mikrofon rein da. Ja, du vor 29 aus dem Jahr 1976, Leute. Da hört sich gar nichts. Da hörst du null. Wobei, ich liebe den Sound. Viele werden jetzt denken, Alter, der Typ spinnt, ja. Aber wenn ich mal früher so, ich schaue schon einige Jahre keine anderen YouTube-Videos mehr, weil ich gar keine Zeit mehr dafür habe, seitdem ich selbst Videos produziere. Aber ich habe das immer geliebt, wenn die so Überfahrten gemacht haben und da hat immer alles geknarzt drin. Wahrscheinlich werden die Leute, die drin gesessen sind, deppert worden sein von den Geräuschen, aber ich habe es beim Zuhören immer genossen. Weiß ich nicht. Ich bin ja kranker Typ. So, genug Seemannsgarn gesponnen da jetzt. Jetzt warten wir aufs Loch Ness. Na. Es ist 3 Uhr morgens. Ich habe Halbzeit. Der Wind wird immer mehr. Die Wellen immer höher.
Ich fahre so ein bisschen über 5 Knoten, stark gerefft schon. Ja. Ich habe jetzt ein Intervall geschlafen, alle 10 Minuten. Ja, so ungefähr 10 Minuten geschlafen. Dann wieder mal Rundumblick, Radar, AES, alles eingerissen. Ja. Jetzt dann kann ich aber nicht mehr schlafen. Jetzt ist immer ein bisschen was zum Nachjustieren, wenn es doch wieder zu schräg wird. Ja. Die Sonne wird in ein, zwei Stunden mal aufgehen. Hoffe ich. Es ist dann auch angenehmer zum Fahren. Oder ist es vielleicht besser, wenn es die Welt nicht siehst, ich weiß es nicht. Nein, wird schon werden. Mal schauen, wie es um den Kap dann da abgeht da draußen. Muss ich schauen, ob ich dann wirklich so weiter südlich fahre. Aber nachdem, dass der Wind so mehr Nordwest kommt, dürfte er eigentlich unten relativ geschützt sein. Ja. Ja. Mal schauen. Sonst war es eigentlich bis jetzt ganz unspektakulär. Am Anfang bin ich so weggefahren mit 10, 15 Knoten Wind. Bei so 5-6 Knoten Fahrt, das hat aber nicht so 2 Stunden gedauert. Dann habe ich wieder eine Stunde im Motorrad oder 2 und jetzt dann segle ich aber schon wieder seit einigen Stunden. Oh. Bis später, wenn es wieder hell ist. Ahoi! Guten Morgen! Es ist 6 Uhr, die Sonne geht schon langsam auf. Jetzt ist gerade ein mega Wellen da eingestiegen in mein Schiff. Also das Cockpit. Echt brutal, Alter. Der ist da durch reinkommen, Alter. Wahnsinn. Das ist mein Schlafplatz. Da lege ich mich immer her. Ganz gechillt. Seht ihr, da ist alles waschellos. Ja, es ist. Wow. Gar nicht so ohne das Ganze da. Oh. Er hat schon in sich da, der Golf von Taranto. Naja, ich habe noch einige Stunden zu fahren, ich glaube bis 1 oder so. So 6 Stunden. 1, 2. Ich habe noch 2 Stunden Fahrt. Ja, hab die Fahrt gut überstanden bis jetzt. Jetzt habe ich ein bisschen so einen achterlichen Wind mit 10 Knoten, schiebt mir ein bisschen von hinten an. Leider sehr hohe Wellen jetzt gerade, Moment, sehe ich gerade. Aber jetzt muss ich mal was zum Essen reinhauen. Jetzt gibt es einen Marillen-Mürbteig-Kuchen, keine Ahnung, so ein Linzer-Kuchen. Yes. Wunderschönen guten Morgen. Er ist wahrlich wunderschön, die Sonne scheint, herrlicher Traum. Ja, ich habe gestern einen Anker geschmissen, so ca. 14 Uhr. Wollte dann kein Video nicht mehr machen. Ich war hundemüde nach der 18 Stunden Überfahrt. Ja, war echt lässig. Teilweise auch ziemlich hohe Wellen. Die Wettervorcasts haben aber genau gestimmt und den Absprung habe ich richtig geschafft, dass ich da jetzt drüber gekommen bin. Noch. Ja, ich liege da jetzt dann vor La Castella, werde den Ort dann nicht besuchen. Da gibt es auch nicht wirklich viel was. Eigentlich gibt es da in Süditalien überhaupt nichts. Ja, mal eine kleine Burg da im Hintergrund, mehr war auch nicht. Jetzt kämpfe ich mir eigentlich Richtung Messina hoch, ja. So Step by Step, wird aber heute nur so 4,5 bis 5 Stunden Fahrt nach La Rochelle oder wie das heißt, keine Ahnung, fahren. Und dort gibt es Lidl und alles mögliche. Ich muss einmal ein bisschen Wasser bunkern und generell Lebensmittel bunkern, ehe es dann Richtung Messina hochgeht. Aber das sind alles weite Distanzen, das ist echt brutal. Auf der Landkarte schaut das alles immer so klein aus, aber da fährst du schon richtig. Also, ja, ich habe eine super Überfahrt gehabt gestern. Ich bin gefahren, ich glaube, 3 Stunden und der Motor, der Rest habe ich alles gesegelt. Das ist super, ne? Von 18 Stunden. Ein Traum. Yes, weitermachen, ahoi. Far away from my hometown,
wunderschönen guten Morgen, René. Guten Morgen. Was machst du da draußen? Ich lese ein Buch. Und was steht da drinnen? Mann, nerv nicht. Hast du keine Arbeit oder was? Geh irgendwas machen. Ja, ist schon gut. Ja, diesmal komme ich genau rein in den Sturm. Es gibt da nichts auf der Küste. Gar nichts. Ja, mal schauen. Mein Ziel ist noch 2 Stunden vor mir. Ich fahre genau rein ins Gewitter. Guten Morgen aus Catanzaro. Habe ich gestern ganz vergessen zu sagen, wo ich Schutz gesucht habe vor einem Unwetter. Heute soll er wieder ans kommen. Ich fahre trotzdem 7 Stunden weiter, weil ich muss einfach Meilen machen. Und wenn es mich erwischt, was soll ich tun, Fisch? Ich habe mich gestern da reingekaut gehabt. Jetzt sage ich das. Seht ihr da in die Backlücke? Backlücke, sage ich. Da habe ich mich festgemacht gehabt. Und dann ist aber der Fischer gekommen und gegen 17 Uhr. Und hat gesagt, er hat die ganze Tiefkühlwaren dabei, ob ich Platz machen kann. Jetzt habe ich mich da auf den Kollegen hergehaut. Es kostet mir keinen einzigen Cent nicht. Ne? Ich habe schon lange kein Geld mehr gezahlt für irgendeinen Platz. So wurschtle ich mich irgendwie durch, weil ich bin ja der Meinung, das ist alles viel zu überteuert, so eine Liegeplatzgebühr. Die sind ja wahnsinnig, was die für Preise oft hat. 80 Euro, 100 Euro für nichts praktisch. Nur, dass das Schiff irgendwo festgebunden ist. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja Irrsinn. Da müssen sie, wenn sich mehr Leute aufregen würden und sagen, seid ihr ein bisschen deppert oder was, das zahle ich nicht. Dann werden die Preise wahrscheinlich auch anders werden. Aber das ist leider wieder der Nachteil, weil es schon so viele Charterschiffe gibt und so. Unser Schiff ist ja nicht aus Gold oder was, dass wir 100 Euro für eine Nacht für so ein kleines Scheißboot zahlen oder was. Das ist ja Wahnsinn. Für was? Ich darf mich gar nicht aufregen jetzt in der Früh. Dann schimpfen sie wieder mit mir die ganzen zu sehr. Katastrophe. Ich bin schon wieder seit den frühen Morgenstunden unterwegs. Jetzt ist bereits Mittag und eigentlich wollte ich nur ein paar Stunden fahren heute nach Rochella, weil ich gewusst habe, es kommt da ein bisschen ein Gewitter. Es geht sich leider nicht aus, ich fahre jetzt direkt da rein. Jetzt gibt es nur eins. Bei Gewitter anlegen werde ich sicher nicht da drin irgendwo in einer Marina. Das heißt, ich werde einfach weiterfahren bis zum Zechen da unten, keine Ahnung. Oder ich fahre wirklich durch, weil es gibt dann nichts mehr, keine geschützten Buchen. Geschützten Buch geht sowieso nicht, überhaupt nirgends. Aber alle paar Stunden Entfernung ist halt einmal so eine kleine Marina oder Fischermarina oder was auch immer, wo man Schutz suchen könnte. Ja, jetzt fahre ich einfach weiter Richtung Messina hoch. Gell? Da gibt es dann ein paar Sachen. Es wird halt jetzt ewig Motor, weil Wind kommt wieder von der anderen Seite. Diesmal stimmt der Wetterbericht nicht. Es ist sicher sicherer, wenn ich jetzt weiterfahre, als wenn ich bei einem Sturm irgendwo anlegt da drin. Das spricht nicht für sich. Oh, Autopilot rein, jetzt fahre ich einfach. So schaut das aus da. Ja. Kalabrien. Da unten liegt bereits Sizilien. Ich fahre halt doch nicht nach Messina hoch, das ist mir zu anstrengend, jetzt dann da 12 Stunden hochzufahren. Es kommt wieder ein Gewitter auf, jetzt habe ich mich da vor irgendeinem Ort gekaut, kurz da vor dem Zechen in Italien, Südspitze. Frag mich nicht, wie der heißt, aber die Gewitterwolke ist am Anrollen, das wird mir jetzt gleich mal voll erwischen. Noch dazu habe ich den Schwell von draußen rein, ansonsten ist das Wasser spiegelglatt, ja. Aber draußen, ein bisschen weiter draußen, geht dann doch ein Wind von Nordwest. Gell?
Ja, jetzt habe ich halt einen Schwell, jetzt schaukelt das die ganze Zeit hin und her, aber jetzt sage ich jetzt einmal die Gewitterfront da, was mich da gleich mal erreichen wird. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Schaut schon ein bisschen heftig aus. Ich habe die GoPro gekriegt, einmal so ein Timelapse-Video, mal schauen, ob das was wird. Ah, man kann das gut erkennen, oder? Ja. Es schaut die komplette Küste so aus. Es ist ein Wahnsinn, was jetzt abgeht momentan. Ich habe 30 Meter Ketten gesteckt. Bei 5 Meter Wassertiefe. Mal schauen. Guten Morgen aus Kalabrien. Heute ist ein wunderschöner Tag. Die Nacht habe ich gut überstanden. Es war doch nicht so heftig. Es ist zwar ab und zu mal ein bisschen ungemütlich geworden, wegen einem Schwell. Mehr wegen einem Schwell als wegen Unwetter. Das ist über mich rübergezogen. Es hat noch ein bisschen geregnet. Ja, und jetzt geht es dann zur Straße nach Messina hoch. Also nicht ganz durch. Ich fahre ungefähr 10 Stunden zu diesem Port gegenüber von Ort Messina. Da werde ich dann das perfekte Zeitfenster abwarten, um durchzufahren. Jetzt schaue ich gerade, ob das da nicht schon der Ätna ist da hinten. Aber ich bin mir nicht sicher, bevor ich da jetzt einen Blödsinn erzähle. Fahre ich einfach mal 10 Stunden hoch und dann zeige ich euch den Ätna auf Sizilia. Weil den dürfte ich sehen von dort aus. Ich freue mich schon so. Die Passage wird richtig geil werden. Ja, hab schon ein bisschen Bammel davor, sage ich ganz ehrlich, weil das ist gar nicht so ohne, da durch Messina, durch die Meeresenge da durchfahren, weil da hast du so eine Strömung, gell? Also alle 6 Stunden ändert sich die Strömung, ähnlich wie in Gibraltar. Und das hat auch Auswirkungen von Gibraltar Richtung Messina. Ja, das ist ja die Meeresenge zwischen Sizilien und Kalabrien. Und da trennt das Tyrrhenische Meer vom Ionischen Meer. Da hast du das Salzgehalt ist unterschiedlich und da kocht ja teilweise das Wasser drinnen, hast Sprudeln drinnen und was weiß ich, was alles noch. Ja, und also hoffe ich auf das perfekte Zeitfenster, um da durchzufahren. Weil wir haben ja immer Nord-Nord-West-Wind, gell? Deswegen macht es Durchfahren fast unmöglich. Also kann ich nur den richtigen Moment abzuwarten, wenn ich eine Windstille drinnen habe. Weil auf den Süd brauche ich nicht warten. Der ist, weiß ich nicht, für im ganzen Jahr vielleicht 20 Tage oder so. Ja. Aber es wird schon werden. Ich werde mich da durchkämpfen. Man muss halt ein bisschen aufpassen, weil meine Rumpfgeschwindigkeit ist 5 Knoten und wir haben auch teilweise Strömungen von 5 Knoten, aber ich bleibe stehen. Noch dazu hast du die ganzen Fähren und Highspeed-Fähren und Containerschiffe und was weiß ich, was da noch alles durchfährt. Ah ja, wird schon werden. Ah, schaut euch das einmal an, jeden Tag so aufstehen, das ist ja ein Traum, oder? Wahnsinn. Da ist man schon dankbar, ja. Auch wenn es anstrengend ist manchmal alles. Die sechste oder siebte Yacht, was ich am Strand liegen sehe, was einfach umgespült worden ist, wahrscheinlich durch ein Unwetter. Ja, es ist traurig. Es ist noch immer Mittwoch, der 24. August. Leider wieder unter Motor. Wie schon die komplette südliche italienische Küste. Ich glaube, da habe ich nur 3-4 Stunden bis jetzt gesegelt. Jedenfalls bin ich schon an den Zechenspitzen angekommen da unten. Jetzt sage ich euch das einmal. Wow. So schaut das Ganze aus. Natürlich fahre ich wieder in einen Sturm rein. Die Warnungen sind jetzt alle rausgekommen. Es wird mich voll erwischen. Puh, keine Ahnung, ich werde dann ein Stückchen zum Land zubefahren. Oder eher nicht, ich weiß es noch nicht. Das Ölzeug muss ich mal richten. Und dann geht es Richtung Reggio. Ja, da werde ich mich in ein Hafenbecken reinhauen. Da muss ich vorher reinfunken, ja, weil sonst kannst du Strafe zahlen bis zu 1000 Euro, wenn es da nicht die Küstenwache anrufst und um Genehmigung bittest da in der Straße von Messina, dass du dort anlegst, tankst, whatever. Ich wollte euch auf dem Laufenden, aber jetzt muss ich mir mein Ölzeug richten gehen, wieder. Gestern 3-4 Mal anzogen, wieder abzogen, anzogen. Katastrophe. Und das bei den Temperaturen. Ja, verstehe ich kein Kalabrisch. Ja. Kalamari gibt es heute, hat er gesagt. Mittlerweile ist schon Abend, es ist 19.10 Uhr.
Ich habe gesagt, jetzt fahre ich Vollgas gegen an. Ich überquere nicht die Straße von Messina. Das wäre Blödsinn. Das geht sich zeitlich alles nicht mehr aus. Jetzt schaue ich nur noch, dass ich da durchkomme. Allerdings habe ich jetzt die ganzen Fähren da vor mir hin und her kreuzen. Es wird brutal. Jetzt muss ich stoppen. Weil sonst gibt es einen Crash. Das Ding kommt auf mich zu. Bob. Den lasse ich natürlich gewähren. Und dann schaue ich, dass ich da durchschieße schnell. Momentan mache ich noch gut fort. Aber da vorne ist dann die Meeresenge. Ja, wie es dann, keine Ahnung, wie es da vorne ausschaut. Ich hoffe, gut. Da kommen gleich zwei hintereinander. Die lasse ich natürlich passieren. Jo. Ich bin saumüde, ich bin seit in der Früh unterwegs. Aber ich muss einfach Gas geben jetzt. Ich will da raus. Voll der Verkehr da. Aber ich werde die Straße von Messina durchsegeln. So schaut es da mal aus. Den blockiere ich hoffentlich nicht. Neben mir ist ein riesen MSC-Containerschiff. Da hinten ist das nächste Kreuzfahrtschiff. Ja, brutal. Ich wollte ja gestern, wie ich die Straße Messina durchquert habe, sofort auf Vulcano fahren, also zu den Liparischen Inseln. Ich war da so müde. Deswegen habe ich mich da gleich, wenn du rauskommst, da östlich von der Straße Messina vor Anker gelegt. Ja. Der Ort heißt Skilla. Ja. Und jetzt bin ich gerade mit dem Dingi da rüber gefahren. Da seht ihr jetzt die Schwertfischboote. Ja. Kann man gut erkennen. Es sind eine Stangeln da vorne raus. Isternarisch. Da oben die Masten sitzen die Leute. Ja. Aber Wahnsinn, oder? Puh, jetzt habe ich noch mal Glück gehabt. Jetzt bin ich schon an Land getrieben, ja. Es sind meterhohe Wellen daherkommen auf einmal. Und da habe ich schnell den Motor angeschmissen. Denke ich mir, was tut denn das so komisch? Ja? Schnell den Anker auf, auf Fuhr gefahren. Er hat so lange gebraucht, bis er reagiert. Und dann schaue ich rein, wie